Willkommen zurück, meine Lieben, bei Panzerkor. So, erstmal das Karl-Gerät wieder aufstocken. Dann haben wir hier unten unsere neue Kommandoeinheit. Die könnten wir entweder verwenden, um den zu töten. Was ich glaube, ich ganz gut finden würde. Die wird wahrscheinlich Ewigkeiten brauchen, bis sie Prestige XP hat. Denke ich mal. So, der ist weg. Dann greif den mal an und dann gehst du zurück. Ich hätte den ganz gerne aus dem Weg. So, du brauchst Munition. Ich denke mal, du kannst dich hochsupplyen. Ach komm schon, echt? Ah, wir kriegen die Typen hier einfach nicht raus. Das ist ein bisschen lästig. Was machen wir mit dir? -2! Was zur Hölle? Warum? Warum sind die immer falsch? Ich dreh durch. Ich dreh durch. Das kann doch nicht wahr sein. So, kriegen wir den hier wenigstens? Okay, eine -11. Dann gehst du auf das Feld da rein. Wobei, dann sind wir in Range von der Artillerie. Ist vielleicht eher nicht so toll. Gut. Ihr braucht beide Munition. Du ebenfalls. Und dich brauchen wir wahrscheinlich hier unten. Und den eher nicht. Haben wir eine 8-0. Und dich brauchen wir auch da unten. Aus irgendwelchen Gründen können wir die super gut bekämpfen. Dich könnten wir auch an der Stelle brauchen. Damn it. Uff, üble Rocket Defense. Üble Rocket Defense. Ja, wenn ich mit dem reingehe, dann greift mich der hier an. Das geht nicht. Ist ein bisschen smarter spielen, als wir das in letzter Zeit getan haben. So, dann kriege ich dich vielleicht endlich mal. Spotting plus 1. Fantastisch. Dankeschön. Wir haben hier nicht wirklich viel Cover. Okay. Eine richtig fette Gun. Weiß nicht genau. Nächste Runde können wir hier wahrscheinlich mit dem Karl-Gerät endlich mal was machen.
Bis dahin müssen wir unsere Füße ein bisschen stillhalten. Sieben eins. Wirklich viel anderes bomben können wir halt nicht gerade. Ich pack mich einfach mal hier hin. Für den Moment. Ich hoffe, den kriegen wir nächste Runde. Und dann müssen wir endlich hier bomben können. Das wäre so wichtig. Naja, mal sehen. Dich haben wir auch noch. Hier hinzugehen ist ein bisschen risky. Deswegen machen wir das nicht. Das hat leider nichts gebracht. Okay, und das war's dann auch schon hier für den Zug. Ja, die geben sich gegenseitig so ein bisschen auf die Rübe. Okay, war aber nicht so schlimm. Jetzt ist die Frage, gehen wir auf die Anti-Air-Gun? Ich denke ja. Oh, das hat gar nichts gebracht. Das hat so richtig gar nichts gebracht. Ach echt? Da hat nochmal ein... Okay, das wäre eine 7-1. Ah, wir hätten auf das Geschütz gehen sollen. Das war echt nicht so schlau. Ich wünschte, wir könnten den bomben. Ich denke, du musst das tun. Okay, das lief besser als erwartet. Ganz ehrlich. Das lief wesentlich besser als erwartet. Das heißt... Jetzt können wir hier rein. Anfangen zu bomben. Ah, den hätte ich auch bomben sollen. Wo ist unser zweiter Bomber? Hier. Ich hoffe, du hast noch Fuel. Wir sollten den bomben, aber wahrscheinlich zuerst... Den... Ach, 2-1. 2-1. Okay. Die Anti-Air-Gun ist weg. Es kann gebombt werden. Minus 5, fantastisch. Der bräuchte einen Artillerieschuss. So ein kleiner Stupser. Oder ein Bomber. Warte mal, du musst zurück. Mach mal das. Okay, da haben wir eine 9-0. Natürlich geht sich's nicht aus. Warum sollte es auch? So, der ist platt. Dann 9-1. 10-0. 10-1. Ha. Du hättest bei dem eine 6-0. Ich hätte aber eigentlich ganz gern lieber die XP hier. Okay, der verzieht sich.
Ich weiß nicht, es läuft nicht mit dem Würfelglück. Holy shit. Was ist mit euch falsch? Nimm ein. Geh weiter vor. Wir bringen dich dahin. Nächste Runde geht's auf den. Ach, hier unten ist auch noch eine Stadt. Ich meine, wir können mal gucken, ob da überhaupt jemand drin ist. Ja. Ist besetzt. Ich werde dann wahrscheinlich eine Einheit hier nach unten schicken müssen. Das hier ist immer noch ein ziemlich... Wir brauchen 10 Runden, um das hier einzunehmen. Das gibt's doch nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Der stört mich ja auch. Wieder reicht's nicht. Darf doch nicht wahr sein. Okay, das sieht eher etwas angenehmer aus. Auf den ersten Blick. So, hier müssen wir auch noch ein bisschen aushelfen. Liegt's denn platt? Nicht ganz. Ich glaube nicht, dass er noch großartig gegnerische Flugzeuge hat. Komm, mach den. Mach. Ach, echt? Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Na komm, verzieh dich da runter. Nicht ganz. Ugh. Wir haben echt ziemliches Würfelpech gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Einer weniger. Nächste Runde muss die Artillerie fallen. Unsere Truppen sind ziemlich aufgewühlt. Ich weiß nicht, ob wir bis Moskau... Ich meine, es ist nicht so weit, aber... Das Problem ist, das Karlgerät müsste dahin. Und das steckt hier fest. Aber vielleicht ist Vyazma tatsächlich der Punkt, der am besten verteidigt ist. Ja, irgendjemand muss das da einnehmen dann. Aber ich denke, das machen wir dann erst von hier aus. Ah, 2-0. Okay, ja. Ansonsten scheint hier aber keine Anti-Air-Gun zu sein. Das ist schon mal super. Damit können wir, denke ich, mal arbeiten. Okay. Okay, es ist gar nicht so schlecht gelaufen. Der muss weg. Ich will diesen Panzer... Ach, wegen der Artillerie. Ich wollte gerade sagen, warum kriegen wir da 2 reingedrückt? Was ist wegen der Artillerie? So. Nimm mal das da ein. Ne, wir kriegen immer noch Schaden. Was zur Hölle?
Oh, und jetzt ist er unsuppressed. Ah, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Ich komme jetzt irgendwie gerade auch nicht mehr so wirklich an den ran. Das ist auch eine 2-1. Ach, verdammt nochmal. Er hat sich auch nicht zurückgezogen, natürlich, ne? Okay, der wäre schon mal weg. Geh nach vorne. 2-1. Sieben eins. Oh. Der Master Tag Bonus bringt uns auch nicht so viel. Vielleicht kriegen wir den so ein bisschen runter. 8-0. Natürlich kriegen wir eine reingebraten. Was auch sonst? Okay. Komischerweise, der ist da wesentlich besser drauf. Haben wir noch irgendeinen Bomber? Weil der hier muss runter. Ich geb dir mal das. Ich weiß nicht, ob ich es die Runde schon wagen will, da anzugreifen. Ich meine, das hier schadet wahrscheinlich nicht. Obwohl das absoluter hundsmiserabler Schuss war. Du könntest hier nach hinten. Okay, wir haben eine Anti-Airgun hier. Gut zu wissen. Leider bist du ziemlich auf offenem Felde. Aber was will man tun? Ich denke, ich bring dich... No, warte mal, nein. Ich denke, ich bring dich hier hin. Und dich hier hin. Ich glaube, er sollte keine Vision da haben. Ja, die haben die Airgun. Bomben können wir da jetzt auch gerade nicht. Ich denke mal, du gehst zurück und lädst dich auf. Ein 11-3. Okay, gar nicht schlecht. Das war schlecht. Ah, Karl-Gerät. Problem ist, wenn ich den hier hinpacke, dann kommt der Typ da durch. Deswegen denke ich, du bleibst da. Dann haben wir größtenteils sonst nur noch Fighter. Minus 3 ist nicht schlecht. Okay, gib ihm. Nice. Hey, endlich mal Glück. Das war nichts. So, ich will ihn weg haben. Können wir das einnehmen? Und du gehst hier nach unten weiter.
Ich denke mal, ich bringe euch nach vorne. So, hier haben wir noch einen Fighter. Wir können mal das Gebirge aufdecken. Okay, da ist nichts. Vielleicht haben wir das schon getan. Ich bin mir nicht mehr sicher. Du kannst gerade nichts machen. Aber es sieht so aus, als wären hier zumindest aktuell keine Panzer da. Das muss nicht heißen, dass es so bleibt, aber zumindest im Moment sieht das ganz gut aus. Okay, Rest passt, denke ich. Hälfte der Runden sind vorbei. Vielleicht schaffen wir einen Major Victory. Wir werden sehen. Flugzeuge sind alle durch. Augenscheinlich schon. Haben wir irgendwas verloren? Haben wir irgendwelche Flugzeuge verloren? Wir haben alle Fighter. Wir haben euch zwei. Ne, sieht gut aus. Sieht soweit tatsächlich alles gut aus. Schauen wir mal. Ja, das war zu erwarten gewesen. Uff! Okay, das habe ich nicht erwartet. Dass er den so krass runterhaut, hätte ich jetzt nicht erwartet. Wer greift an? Yikes. Ne minus 2? Ach. Ist das räudig. Na komm, du bist eh schon angeschlagen. Was soll's? Kriegst du wenigstens XP. Dann kriegst du wenigstens XP. Okay. Leute, alle vor. Wir sind hier hoffentlich durch mit allem. Alle Gegner sind aufgemischt. So, da ist noch einer. Was hast du? Eine 7-0? Okay, gucken wir mal, ob wir das ein bisschen verbessern können. So nicht. Okay, fast. Du musst hier hin. In der nächsten Runde kannst du angreifen. So, ich hätte ganz gerne die Artillerie weg. Die Frage ist, ist das wirklich Priorität? Ich denke schon. So, wir haben das Stützpunkt eingenommen. Vielleicht kriegen wir jetzt von dem 17er auf die Fresse. Das ist ein bisschen riskant. Aber wir sind in der Stadt. Und... Weißt du was? Greif den mal an. War das gut genug? Gib ihm. Fantastisch. Könnte ja fast nicht besser laufen gerade. Das wäre auch eine 9-0. Die können wir machen, weil der ist einfach komplett
mitten auf der Straße, also im freien Feld. Er hat zwar trotzdem noch mal ein bisschen rumgelackt, aber was will man tun, ne? Wir gucken erstmal wegen Flugzeugen. Ich hätte ganz gerne... Ach komm schon, echt? Das wäre so einfach gewesen, ey. Ah, du kommst da nicht ran. Sieben sind suppressed. Okay, jetzt dürfte der hier zumindest überleben. Problem ist, naja, der kann sich nicht hochheilen. Okay, die brauchen primär jetzt einfach ein bisschen XP, ne? Die kriegt rein gar nichts zustande gerade. Wenn du rauskommen willst, kannst du das gerne tun. Ich glaube nicht, dass du das tust. Ja, den müssen wir... Den müssen wir wahrscheinlich zuerst mal in der Artillerie ein bisschen aufweichen. Du kannst vielleicht was tun. So ein kleines bisschen. Wir haben kein Flugfeld da. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir das da oben einnehmen. Sonst haben wir nicht wirklich eine Operationsbasis hier. Nicht wahr? Geh du mal zurück. So, dann du. Hier durchs Feld. Und ja, in der nächsten Runde haben wir die nächste Stadt. Das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Da ist bereits ein Flugzeug. Lasst uns das mal scannen. Da ist keiner drin. Okay. Dafür ist da einer. Fein. Okay. Alles andere passt. Ich glaube, das hier geht jetzt schneller. Die Frage ist, ob wie stark hier Moskau noch befestigt ist. Das Ziel haben wir wahrscheinlich. 4 Objectives. Das Ziel haben wir schon. Du bleibst da. Nächste Runde kriegst du Fuel. Und dann kannst du weitermachen. Alles andere ist okay. Theoretisch könnte ich den noch runterbringen, aber das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Schauen wir noch Flugzeuge. Nein, alles gut. Naja, kann passieren. Gut, gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Break. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Wenn euch das Projekt gefällt, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Vielleicht wollt ihr auch subscriben für mehr Panzerkorps und andere Let's Plays. Bis dann, macht's gut. Euer Northgate.